Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt zu Jesus Christus. Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubigen, am vierten Sonntag nach Pfingsten beginnt die lange Reihe auch mit den grünen Messgewändern. Nachdem wir also die großen Geheimnisse der Auferstehung, Himmelfahrt, Sendung des Heiligen Geistes und dann natürlich auch die großen Früchte aller dieser Wohltaten unseres Herrn, die heilige Kommunion, sein allerheiligstes Herz, das wir eben gefeiert haben mit der Oktav, die vergangene Woche zu Ende gegangen ist, beginnt jetzt die große und lange Reihe der so lehrreichen Sonntage, auf dass wir lauteren Herzens die Lehre der Kirche nicht nur mit dem Lichte des Glaubens, der unseren Verstand erhebt, sondern eben auch dann mit unserem Herz auffassen, damit wir dieses geoffenbarte Wort einmal gekannt, daran geglaubt, es auch festhalten, lieben und bewahren und mit dem Leben und dem Lebenswandeln bezeugen. Damit haben wir im heutigen Evangelium, demjenigen des wunderbaren Fischfanges, die große Lehre des heiligen Ambrosius, der uns darauf aufmerksam macht, dass das Schiff bei Lukas, so wie wir es heute gelesen haben, eben im ruhigen Wasser ist und voll der Fische wird, während es bei Matthäus von den wilden Wogen und Fluten und Stürmen umhergeschleudert wird, um uns eben zu belehren, dass das Schiff, die Kirche, umhergeworfen wird von den Wogen des Wassers und von den Stürmen des Windes, wenn die Insassen lau sind. Er sagt in einem ganz lapidaren Satz: Den Lauen schläft Christus, den Wachsamen ist er aber wach und nahe. Und die Lauheit im Glauben führt zum Schiffbruch, während die Festigkeit im Glauben führt dazu, dass mit Sicherheit und mit Weisheit das Schiff durch die Zeit geführt wird. Wehe also den lauen Schiffen, denn so sehr das Schiff immer Schiff bleibt, aber der Schiffer kann aus dem Schiff herausfallen und sich verlieren in den Wogen des Meeres. Ja, das ist die berühmte Sünde, öffentliche Sünde gegen den Glauben. Das ist die öffentliche Sünde, durch die man den Glauben nicht mehr öffentlich bekennt und einen anderen Glauben bekennt. Und dieses Bekenntnis eines anderen Glaubens ist und kann die Frucht eines lang andauernden Zustands der Lauheit sein. Und wenn dieser Zustand lange genug ist, dann kann es kommen, dass man nach einem Zweiten Weltkrieg vor einem zerstörten Europa dann doch den Feinden der Kirche Raum lässt und sich dann doch in die Knie zwingen lässt, nachdem die Feinde der Kirche es schon seit vor allem in den letzten zwei Jahrhunderten so nachrichtlich versucht haben, dass man dann halt doch ein Konzil macht, wo man letzten Endes auf den Glauben verzichtet. Was geschehen ist am Zweiten Vatikanischen Konzil? Große Lehre, die uns da gegeben wird und die wir natürlich jetzt selber aus der Erklärung des heiligen Ambrosius weiter herausziehen. Weiters weist uns der heilige Ambrosius darauf hin, dass Jesus Christus in der Mehrzahl sprechend die Anweisung gibt: Werfet die Netze aus. Aber in der Einzahl und sich ausdrücklich an Petrus wendend, sagt er: Duc in altum, fahr ins Weite. Und das
hat zur Bedeutung, dass eben die tiefsten Geheimnisse des Glaubens, ihre Wahrung, dem alleinigen Petrus als dem monarchischen Oberhaupt der von Jesus Christus gegründeten Kirche, ihm und seinen Nachfolgern anvertraut wurde. Und was sind diese höchsten Geheimnisse, fragt der heilige Ambrosius, zu bekennen, und zwar den Sohn Gottes, und zu bekennen seinen göttlichen Ursprung. Er, der also Gott von Gott ist, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Zu bekennen, dass wir das Faktum seiner Gottessohnschaft erkennen, obwohl, wie er sagt, wir ja nicht und nie dabei waren, wie er aus dem Vater hervorgeht. Und genauso kennen wir zwar nicht die Art und Weise, wie dieses ewige Hervorgehen des Sohnes aus dem Vater vor sich geht. Gleichzeitig aber, sagt er, kennen wir den Autor, den Urheber dieser Zeugung, den Vater, der es ja selber bezeugt, das ist mein vielgeliebter Sohn, welchen ich mein Wohlgefallen habe. Liebe Gläubige, wie so oft sehen wir den inneren Zusammenhang zwischen Glauben und Leben. Der Festglaubende sitzt ruhig im Schiff und hat das Schiff voller Fische. Der im Glauben Wankelnde, der ist von den Meeresfluten hin und her geworfen. Und das ist der Laue, der im Glauben Laue. Diese Lauheit im Glauben, diese Lauheit aber dann auch im Glaubenseifer ist der Gegenstand, den heute der heilige Augustinus im Anlass der Erklärung des Sieges des Davids über den Riesen Goliath zum Anlass nimmt, um uns zu erklären, wie gefährlich es ist und wie selbstverschuldet der Laue letzten Endes dem Verderben anheimfällt. Ja, heilige Augustinus kommentiert das großartige Ereignis des Alten Testaments zur Zeit des Königs Sauls. Also wir sind circa etwas mehr als 1000 Jahre vor Christus, als also die Philister noch so einen Nachkömmling hatten von den Riesen, von den Hühnern, der ja praktisch genau genommen 3 bis 4 Mal so hoch war wie ein normaler Mensch, und dass das keine Mythen sind, sondern Realitäten, bezeugt auch die jüngere Archäologie, in der man eben solche Hühnen übergroße, weit übergroße, vierfach menschlich größere Gestalten ja aus dem Boden gehoben hat. Nun, so einer ist Goliath, zum Unterschied vom David, der ja überhaupt zu klein war, um mit seinen älteren Brüdern in das Gefolge des Sauls zu treten, der aber mit einem Stock in der Hand und mit einer Schleuder und 5 ausgesuchten Steinen, wovon einer den Goliath, den Riesen, erschlägt. Nun, dies als Zeichen, dass es der wahre David ist, das heißt Christus, der mit dem Stock des Kreuzes und mit dem Schlussstein, der er selber ist, nicht einen riesenhaften Menschen, sondern den Teufel selber besiegt hat und ihn somit gefesselt hat und bezwungen hat. Gleich stellt aber der heilige Augustinus die Frage, wenn aber der Teufel mit Jesus Christus gefesselt wurde, warum hat er dann noch eine so große Macht? Und
Heiliger Augustinus wusste nicht, was nach ihm geschehen sollte und wie sehr die Macht dieses Teufels zunehmen sollte, auch nach dem Leben des Augustinus, wenn wir nur und nur an zum Beispiel an den Islam denken. Nun, sagt er, es ist wahr, geliebte Brüder, dass er eine sehr starke Macht hat. Aber er übt diese Macht auf nur bezüglich und auf die Lauen und auf die Nachlässigen. Auf diejenigen, die nicht in Wahrheit Gott fürchten. Er nämlich, der Teufel, ist gebunden und nach wie vor gefesselt, wie ein Hund an einer Kette. Und er kann niemanden beißen, wenn nicht den Unklugen, der sich ihm mit einer zerstörerischen, mit einem zerstörerischen Vertrauen ihm nähert. Also seht, liebe Brüder, wie töricht, wie unklug, wie dumm der Mensch ist, der sich von einem Kettenhund beißen lässt. Du wage es ja nicht, dich ihm mit den Gelüsten, mit den Wünschen der Welt zu vereinigen. Wehe dir! Wehe dir, du gibst diesen Gelüsten und diesen Wünschen nach. Und du wirst sehen, er wird es nicht einmal wagen, dir nahe zu kommen. Denn der Hund kann bellen, der Hund kann provozieren, aber er kann absolut niemanden beißen, der es nicht selber will. Denn der Hund, der Kettenhund fügt Leid hinzu, nur indem er es vorher nahelegt, suggeriert, dazu lockt, aber er ist absolut unfähig, mit Gewalt dieses Leid anzufügen, beziehungsweise er ist unfähig, euren Willen, diese Zusage zu entreißen. Denn der Teufel hat keine Macht über euren Willen. Es ist gut, liebe Gläubige, dass wir uns daran wieder erinnern. Der Teufel hat überhaupt keine Macht auf unseren Willen. Aber wohl hat er die Fähigkeit, uns zur Sünde zu verleiten, uns die Sünde zu suggerieren. Wie viel Lehre ist dahinter, liebe Gläubige, in der ganzen Szene der sogenannten Befreiungsgebete heute, wo man meint, also es ginge da wirklich um Exorzisten und die uns befreien vom Teufel. Aber von welchem Teufel befreit, oder beziehungsweise welche Befreiung vom Teufel, den wir ja dann mit unserem täglichen Leben, mit unseren täglichen Wünschen, mit unseren Kompromissen, mit der Welt, mit unserem lauen Glauben, mit unseren somit auch daraus entspringenden großen Reisen nach Medjugorje und mit unserem Paktieren mit einer halbkatholischen und somit nicht katholischen Religion, was wollen wir da befreit werden? Es ist so, wie wenn ich an den Kettenhund herangehe, mich von ihm beißen lasse und dann den Hausherrn bitte, dass er mich vom Hund befreit, aber ich bestehe darauf, dass ich trotzdem beim Hund bleiben will. Da werde ich nach wie vor gebissen und eigentlich immer mehr gebissen, jedes Mal, wenn er ihn losgerissen hat von meinem Leibe. Liebe Gläubige, das sind die großen Lehren, die wir am heutigen Tage kniend empfangen, weil wir erkennen, wie töricht nicht nur die Konzilskirche ist, die aus dem Schiff der Kirche herausgefallen ist und in den Wogen versinkend sich auf einem selbst zusammengebastelten Floß, das zwar geografisch, in Rom ist, aber mit der katholischen Kirche nichts zu tun hat,
und noch schlimmer die Katholiken weltweit mit sich zieht, indem sie zwar sagt, sie will gegen das Übel in der Welt kämpfen, aber das dadurch, dass sie im Unglauben vom Teufel gebissen, von ihm nicht loswerden, auch noch die anderen Gläubigen mit sich ziehen will. Und was dann noch sagen von den sogenannten Traditionalisten, die zwar in äußeren Formen dem Katholizismus noch anhangen, aber irrtümlich meinen, diese vom Kettenhund gebissenen seien Eifrige, seien Katholiken, seien arme, verfolgte Kirchenmänner. Nein, der den Glauben verloren hat, sich dem Hund genähert hat und sich von ihm hat beißen lassen, ist nicht ein Verfolgter, sondern das ist einer, von dem der heilige Augustinus sagt, der eben lau geworden ist und der zu Recht mit Füßen getreten wird. Das ist ein Unterschied für den Glauben, den Märtyrertod erleiden oder für den Unglauben und für den Verrat am Glauben mit Füßen getreten zu werden. Das ist ein großer Unterschied. Also nehmen wir die große Lehre an und hüten heilig unseren Glauben, damit er nicht nur unseren Verstand, sondern auch unser Herz erleuchte, auf dass er die Wünsche und die Lockungen der Welt tatkräftig von sich schlägt und den engen Weg der Nachfolge Christi einschlägt, um mit der Fürsprache der heiligsten Jungfrau Maria die Gnaden zu erlangen, den ewigen Sieg zu erlangen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.